Wenn man über die großen und berühmten Berge wie den Everest, den Uluru, den Gashabrom 1 und 2 und den Denali gesprochen hat, dann gilt es nur noch eine Berühmtheit in dieser Reihe nicht zu vergessen. Heute geht es um die große Frage, wem Berge in Deutschland eigentlich wirklich gehören. Es geht darum, was mit Tourismus letztlich alles gerechtfertigt werden kann. Und es geht um Berge, die eigentlich so unscheinbar und dennoch so wertvoll sind. Heute geht es um den Herzogstand. Der Herzogstand. Ein Berg, den die einen von euch sicherlich kennen und wahrscheinlich auch schon mal besucht und bestiegen haben, die anderen unter euch sich vermutlich immer noch fragen, was ein Herzogstand eigentlich ist und wieso der hier besprochen wird. Doch die heutige Episode ist sicherlich für alle eine Bereicherung. Der Herzogstand ist ein Berg in Süddeutschland, nördlich des Walchensees, ganz in der Nähe zu Tirol. Der Herzogstand zählt damit zu den Walchenseebergen. Ein Gebirge, das häufig eigentlich gar nicht als Gebirge gezählt wird, weil oftmals vom Estergebirge gesprochen wird. Richtig ist das aber nicht ganz, denn zwischen Herzogstand und Estergebirge verläuft die Eschenleine, die das Estergebirge eigentlich abgrenzt. Wie dem auch sei, der Herzogstand ist 1731 Meter hoch und damit nicht recht hoch. Auch wenn man ins benachbarte Estergebirge schaut, findet man beispielsweise mit dem Krottenkopf mit 2086 Metern Höhe ein Stück weit höhere Berge. Trotzdem ist der Herzogstand von großer Bedeutung. Heute, aber vor allem früher. Noch nie haben wir in Berge im Porträt so weit in die Vergangenheit geblickt. Oder vielleicht doch? Das können die Berge im Porträt-Experten ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir schon mal geschichtlich weiter als ins Jahr 1508 geschaut haben. 1508 gab es in Bayern nämlich den Fachenberg. Der Fachenberg sagt wahrscheinlich niemandem was, denn seit 1508 kennt man ihn eigentlich als Herzogstand. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts gingen Herzog Wilhelm und sein Bruder Herzog Johann hier zur Jagd. Das führte letztlich ob der Begeisterung zur Benennung Herzogstand. Was aber schon früh in der Zeit zeigt, der Herzogstand hat Besitzer. Das war zu diesen Zeiten, zugegeben, nicht besonders in den Alpen, aber in diesem Fall wichtig zu wissen. Das Haus Wittelsbach war nämlich seit jeher der Eigentümer von Grund und Boden rund um den Walchensee und damit auch am Herzogstand dementsprechend einflussreich. Ende des 15. Jahrhunderts wurde deshalb seitens Albrecht IV. Eine Straße gebaut. Die erste Kesselbergstraße, die den Walchensee erschließen sollte und damit auch den Herzogstand interessanter machte. Schon Goethe wusste am Walchensee und damit am Fuße des Herzogstands zu verweilen, wenn es nach Italien ging. Lange Zeit passierte dann aber in dieser Region nichts Bedeutsames mehr, bis Ende des 19. Jahrhunderts, 1886, König Ludwig II. Verstarb und aus adeligem Besitz der Besitz der Gesellschaft, in diesem Fall der Besitz des Freistaats Bayern, wurde. Bayern wusste mit dem Grund des Herzogstands aber nicht viel anzufangen, verpachtete die gebauten Hütten, unter anderem eben den Berggasthof, deshalb an den damals noch recht jungen Alpenverein München. Der Tourismus hat Ende des 19. Jahrhunderts also einen ersten Schritt tun können. Der AV bewirtschaftete dort letztlich das Haus als Gaststätte und Unterkunft. Der Alpenverein und seine Hüttenidee war am Herzogstand also angekommen. 1954 kam dann doch jedoch ein Sessellift, der Besucher auf den Herzogstand bringen sollte und natürlich auch wieder hinunter. Nun konnte man auf den Herzogstand, ganz ohne auch nur irgendwie sportlich sein zu müssen. Daraufhin hat der Alpenverein seine Tätigkeit am Berg fallen gelassen und das Haus der Familie Hartl übergeben. Willi Hartl bewirtschaftete dann das Berggasthaus Herzogstand, bis er bei einer Anreise zum Berg einmal ums Leben kam, 1978. Daraufhin hat die Familie Zauner das Berggasthaus am Herzogstand bekommen. Aber warum erzähle ich euch das alles eigentlich? In erster Linie, um eines ganz gut aufzeigen zu können. Der Herzogstand ist kein gewöhnlicher Berg. Er war nur ganz, ganz kurz Teil des Systems Alpenverein. Nur kurz ein Teil des Systems Bergsteigen, wie man es sich im ursprünglichen Sinne vorstellt. Der Herzogstand war schlichtweg eine Gelegenheit im Tourismus, um dem Walchensee noch mehr Aufschwung zu verleihen. Den Menschen, die den Walchensee besuchten, sollte mehr geboten werden und so ergab sich letztlich dann der Sessellift und 1994 dann auch eine Luftseilbahn, die bis heute über 200.000 Menschen pro Jahr auf rund 1.500 Meter bringt.
Dass der Berg nur für eine lokale Tourismuserweiterung herhält, erkennt man auch daran, dass nur lokale Betriebe am Herzogstand herumwerken. Die Bahn selbst beispielsweise wird von der lokalen Sparkasse und Gemeinde verwaltet. Doch nachdem die meisten von euch aufgrund der Geschichtsstunde jetzt wahrscheinlich eh schon eingeschlafen sind, bleibt auch eigentlich nur noch eine Frage. Ist der Herzogstand wirklich nicht spannender als einfach nur ein Haufen Tourismusindustrie mit, ich sag mal, Adel im Abgang? Ja und nein. Tatsächlich gibt es Wanderwege auf den Herzogstand und die werden auch besucht. Also besucht, überlaufen. 840 Höhenmeter gilt es von der Nordseite des Walchensees aus zu überstehen, bis man über den gut markierten Weg den Gipfel erreicht. Es ist also letztlich ein Aussichts- und Wanderberg, wie es sie in den Voralpen immer wieder zu finden gibt. Doch gibt es auch die Überschreitung auf den Heimgarten, die dann schon wieder eine etwas anspruchsvollere Wanderung darstellt. Hier sind ausgesetzte Passagen zwar immer wieder versichert, aber schwindelfrei und trittsicher sollte man trotzdem sein, damit man den Weg auch genießen kann. Und manche von euch werden es vielleicht nicht glauben, aber in all dem Gemüse und Grünzeug, das man so am Herzogstand findet, kann man sogar klettern. In sage und schreibe 17 Seillängen gibt es eine spannende Route durch die Nordostwand des Herzogstands. Im vierten Schwierigkeitsgrad, Alpin, lässt sich der Herzogstand also auch in einer unglaublichen Einsamkeit erklettern. Einsamkeit, die es nämlich sonst am Herzogstand nicht gibt. Der Herzogstand ist in den letzten Jahrzehnten, vor allem seit die Seilbahn zu einer richtigen Kabinenbahn wurde, unglaublich überrannt worden. 200.000 Fahrten pro Jahr ist für eine Bahn, die vorrangig im Sommer stark besucht wird, nämlich unfassbar viel. Und da sind die vielen Wanderer noch gar nicht mit dabei. Damit leidet der Herzogstand aber auch ein Stück weit. Denn so gut Besuch für die Region aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist, so ungesund ist der Andrang für den Berg. So ist die Vermüllung des Berges ein großes Thema, aber auch unerlaubtes Bivakieren und das Zertrampeln von Wegen, die eigentlich gar keine sind. Die Natur am Herzogstand ist davon ebenfalls betroffen, denn Tiere leben hier dank Bahnbetrieb und Tourismus deutlich unruhiger. Der Skibetrieb, der am Herzogstand existiert, ist hier eigentlich nur noch die Spitze des absurden Eisbergs, wenn man bedenkt, dass unter 1700 Metern in den nächsten Jahren Skifahren ohnehin zu einer Illusion werden wird. Der Herzogstand ist ein insgesamt anderer Berg. Er ist anders. Er hat was Kommerzielles, er hat was Touristisches, aber wer genau schaut und sucht und die alten Bücher aus dem Keller holt, wird sehen, der Herzogstand bietet auch etwas Einsames, Unberührtes, gar Alpinistisches. Nur wenn man letztlich oben am Gipfel ankommt, dann merkt man, egal woher man kommt, dass der Herzogstand anders ist. In diesem Sinne darf auch der Herzogstand, auch nach diesem Video natürlich, so anders sein, wie er möchte. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann freut es mich natürlich sehr, wenn ihr einen kleinen Beitrag zur Alpenacademy beitragt. Alle Infos zu hier eingeblendet. Schaut auch übrigens gerne für eure nächste Herzogstand-Tour im Alpaka-Shop unter alpakaamberg.at vorbei. So könnt ihr nachhaltig und umweltfreundlich auf den Herzogstand gehen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!